Grün aus, Start 3. Start ist frei für unser 8. Rennen, Topino Rennen, 4. Rennen der V5-Wette mit 10 Pferden, mit 10 Teilnehmern, Gigolo die 1, Nadine Adam, Katleja die 2, Heinrich Schepas, Bitcoin, Max Gerding mit der 3, Felton Annabelle, Maximilian Schulz die 4, Ino Duvivier, Jürgen Lob die 5. Dann Ducati Express Tom Karten mit der 6, Sven von Heiterbu, Joachim Heidi 7, Indy Bit, Andrea Kämmerer die 8, Expensive Diamant, Jörg Hafer, Startnummer 9 und Pegasus, Thomas Maaßen die 10. 50 Meter bis zur Startmarke und das Feld ist unterwegs zum Torpino-Rennen. Blitzstart hier in der Mitte der Bahn von Ducati Express kommt er sofort an die Spitze, währenddessen Bitcoin nach einem frühen Fehler disqualifiziert wurde. Jetzt eine Galoppade von Felton. Allerdings auch noch die galoppierende und schon disqualifizierte Felton Annabelle, die jetzt aus dem Feld boxiert worden ist. Jetzt Katleja in der 4. Position außen unterwegs. Das Feld kommt die gerade herauf mit Ducati Express in Front vor Indy Bits und Gigolo. Außenspur wird angeführt von Katleja. Dahinter hat Ino Duvivier Platz genommen, der ist 5. Ina Sven von Heiterbu 6. Pferd vor Pegasus und Expensive Diamant, der noch in diesem Moment ist. Eine Runde zuzulegen. Ducati Express mit der Führung. Außen Katleja geht jetzt dichter heran. Innen bleibt auch Indy Bit dicht dabei in 3. Position. 4. Pferd ist Ino Duvivier. Gigolo innen. Sven von Heiterbu und Pegasus mit etwas Rückstand. Zielgerade ist erreicht. Ducati Express, Expensive Diamant. Ducati Express innen, Expensive Diamant. Dann Indy Bit ganz außen versucht es dann jetzt auch noch einmal Ino Duvivier. Vorne aber Ducati Express marschiert an der Spitze. Expensive Diamant kommt nicht entscheidend näher, ganz außen auch. Ducati Express, Startziel geht das hier. Ducati Express gewinnt. Rennt auf den 2. Platz, Expensive Diamant außen, Ino Duvivier, Indy Bit und Sven von Heiterbu auf den weiteren Platz. Oftmals auch kopierte Startzielvariante. Tom Karten, der Siegfahrer, hat auch so einen Trainer, war Architekt und für den Express-Meldungen und Besitzer. Nee, war keiner weg. Ich hab sie nicht gesehen. Ja, Tom, herzlichen Glückwunsch, zweiter Tagesgesicht und so heute, oder? Ja, wenn vorhin da ist, ist sie da und dann zahlt sich die Arbeit aus. Aber nee, jetzt ist die Fälle waren beide super vorbereitet, meine ich. Als der Klaus im Warte und Ducati Express fährt, da glaube ich, in der Gondel liegen müssen, oder? Auf gar keinen Fall. Wo hat schon seit langem das Pferd und ein ganz tolles Pferd und ja, haben wir gerade gesehen. Es ist eine Experimentation, du hast ja auch mal Janika Bo, also von gleich in Leckings, das ist auch schon mal der zweite Telefon auf der Zukunft von Leo Beckmann gehabt, aber das ist ja auch immer noch beschrieben, oder? Auf jeden Fall, super Gebrauchswert, auch so, der ist glaube ich mit besseres Pferd hier, und ja, hat Janika, Winka, Amaya, Lara, Zorro, also Ich zähle ja nicht zum Championat dazu, deshalb ich konzentriere mich auf meine Pferde, dass meine Rennen gewinnen, wo ich am Ende stehe. Ich stehe ja mal nach dem Video von meinem eigenen Auge. Super, Tom, herzlichen Dank, herzlichen Glückwunsch zum zweiten Sieg, diesmal mit Ducati Express für Trainer Klaus Horn. Herzlichen Glückwunsch. Also zum zweiten Mal ist die Leiter schon. Vielleicht doch das dritte Mal. Genau. Dankeschön. Ja, das schön. Wenn man den kauft, geht doch.